Ich zeige dir in dem Tutorial hier, wie du ganz einfach einen Dreiecksschal stricken kannst. Wenn die Wolle wie hier in einem Strang kommt, muss das erstmal zum Knäuel gewickelt werden. Das finde ich, kann man immer ganz gut zu zweit machen. Dann kann einer die Wolle halten und die andere Person wickeln und man kann sich auch ganz gut abwechseln. So, wenn das Knäuel fertig ist, kann es losgehen. Dazu nimmst du die Wolle und nimmst erstmal drei Maschen zu, wie hier im Video gezeigt. Und das ist jetzt sozusagen die untere Spitze von unserem Dreiecksschal. Die ersten drei Maschen einfach rechts stricken. Und jetzt eine Masche stricken, eine Masche zunehmen, die mittlere stricken, wieder eine Masche zunehmen und die letzte stricken. Dann die Reihe zurück, einfach jede Masche rechts stricken, ohne zuzunehmen. Und dann die nächste Reihe wiederum wieder eine Masche stricken, eine zunehmen, die mittleren Maschen einfach rechts hintereinander ganz normal stricken, dann die vorletzte eine zunehmen und die letzte wieder stricken. So, und dadurch entsteht jetzt die Dreiecksform. Ja, zurück, einfach rechts, hintereinander weg. So, und so geht es jetzt den Schal lang, genau. Wir haben uns wieder abgewechselt. Und einfach nur dadurch entsteht dann die Dreiecksform. Und man kann den Schal dann im Prinzip so groß machen, wie man möchte. Immer wieder mal gucken, ob es schon lang genug ist oder ob man ihn noch ein bisschen größer haben will. Man kann ihn auch für einen Erwachsenen machen oder eben dann kürzer, wie im Anfangsbild gesehen, für die Puppe. So, jetzt sind wir hier schon recht weit gekommen. Genau, die Wolle, die wir benutzt haben, hat so einen Farbverlauf, das kann man jetzt hier ganz schön sehen. Die ist von Filges und gibt es bei uns im Shop. Die ist aus reiner Alpaka und dadurch wird der dann total schön warm. Okay, ich fand, das war jetzt groß genug. Dann kommen wir jetzt zum Abnehmen. Da stricke ich immer zwei Maschen und nehme dann die hintere Masche über die gestrickte drüber. Da muss man aufpassen, dass man das nicht zu fest strickt. Da wird das dann oben so ganz eng, sondern dass man alle Maschen schön locker hat. Genau, auch hier haben wir uns abgewechselt. Und genau, jetzt ist der Schal auch schon fertig. Jetzt müssen nur noch die Enden vernäht werden. Das kann man entweder mit einer großen Nadel machen oder auch mit einer Häkelnadel. Da dann hier einfach in Richtung Faden durch die Maschen durch, dann den Faden greifen und durchziehen. Ach, so ein bisschen fummelig. Ich krieg's ja auch gerade nicht so richtig gut hin, aber genau, im Prinzip geht es einfach darum, dass es dann nicht aufribbelt. Noch abschneiden. Und dann ist der Schal fertig. Ah ja, genau. Der zweite Faden muss auch noch abgeschnitten werden. So, wer möchte, kann dann noch an die zwei Enden Bommel machen, aber das zeige ich in einem zweiten Video.